Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy. Ach, ich habe mich dazu entschlossen, einen kleinen Cut zu machen, deswegen gab es auch keine Verabschiedung. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir, ich mache ja immer dazwischen so kleine Päuschen. Und zwar haben wir jetzt Laguna bekommen. Also so langsam füllt es sich. Ich werde gegen Peach später antreten, bei der Abschlussdings. Nicht jetzt, weil jetzt will ich natürlich so ein bisschen mehr genießen hier. Was ist das zum Kotzen? Schau mal, der Mondsball. Das ist ja absolut umwerfend. So umwerfend finde ich das nicht. Schaut mal auf den Monitor. Lass mich mal sehen. Die Monster strömen von der Mondoberfläche auf den Planeten. Wir nennen dieses Phänomen die Träne des Mondes. Durch die Schwerkraft zwischen Mond und Planet werden die Monster unruhig. Das ist so ähnlich wie Flut und Ebbe. Der einzige Unterschied ist, ob Wasser oder Monster angezogen woher werden. Schaut auf die Mondoberfläche. Zum Teufel ist das. Monster, wohin man schaut, das kann doch nicht gut ausgehen. Dass der Mond von Monstern bewohnt wird, habt ihr doch sicherlich in der Schule gelernt. Diese Monster sammeln sich gerade an einem Punkt auf dem Mond. Das nennt man die Träne des Mondes. Die Geschichte wiederholt sich. Wie die Geschichte wiederholt sich. Okay, das haben wir schon. Oh. Hallo, warum bin ich jetzt wieder zurück? Die Träne des Mondes tritt regelmäßig ein. Ihr kennt doch den riesigen Krater auf Syntra. Er entstand vor über 100 Jahren durch die Träne des Mondes. Man sagt, dass die Städte auf Syntra dadurch vollkommen zerstört wurden. Mhm. Wart ihr schon bei Elione? Nein. Geht die Treppe im Gang hinauf, dann kommt ihr in Elions Zimmer. Ihr habt die Erlaubnis, sie jederzeit zu besuchen. Also wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, gegen ihn hier zu spielen. Aber das machen wir nachher dann wirklich später. Weil ich will auch irgendwann fertig werden. Also Weltraum habe ich keine Lust. Lange nicht gesehen, Squall. Stimmt. Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Macht mir nichts aus. Ich weiß jetzt, warum du das getan hast. Und, waren wir dir von Nutzen? Natürlich. Durch euch konnte ich alles sehen. Durch euch weiß ich jetzt, mit wie viel Liebe ich aufgewachsen bin. Ich konnte die Vergangenheit nicht ändern. Aber ich habe sie mit eigenen Augen betrachten können. Vielen Dank für alles. Schmoki, aber ich habe eine Bitte. Du sagst, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Man kann aber die Vergangenheit erleben. Ich sehe die Gegenwart mit anderen Augen, da ich jetzt weiß, was damals passierte. Man muss sich selbst verändern, nicht die Vergangenheit. Wirklich? Kann man die Vergangenheit nicht verändern? Ich muss es wissen. Bring mich zu Renoa. Zu Renoa in die Vergangenheit. Ich muss wissen, was mit Renoa passiert ist. Ich muss sie warnen. Du willst sie retten. Du willst sie nicht verlieren. Ja, ich kann das leider nicht. Ich kenne Renoa. Ich sagte doch, dass ich nur Menschen verbinden kann, die ich persönlich kenne. Ich habe sie mitgebracht. Ich bin nur ihretwegen hier. Komm bitte auf die Krankenstation. Und dann wollen wir mal schnell auf die Krankenstation. Obwohl, kann ich jetzt auch noch dahin mit ihr? Was zum... Alarm auf der Krankenstation. Alarm auf der Krankenstation. Bewaffnetes Personal, bitte auf die Station. Krankenstation? Renoa! Ich werde hingehen. Es ist gefährlich. Geh in den Kontrollraum, Alien. Okay. Irvine, pass auf sie auf. Jupp. Hallo? Okay, wir können gar nichts tun. Squad! Renoa! Nein, nicht! Renoa? Das ist die Versiegelungsanlage des Adelsarges. Adelsarg, Siegel Level 1 deaktivieren. Das Level 1 Siegel wurde deaktiviert.
Aber man sieht, dass es schon nicht ganz normal geht. Ey, Erfall, hey, schau mal. Auf dem Mond ist der Teufel los. Was ist mit ihr los? Du sollst damit aufhören. Vielleicht strömen die Monster heraus. Vielleicht wird es beginnen. Die Träne des Mondes. Träne des Mondes. Wir müssen dieses Mädchen um jeden Preis schaffen. Wenn sie Adele befreien muss, will, muss sie in den Weltraum. Die Level 2 Versiegelungsanlage ist am Adele-Sarg angebracht. Was ist mit dir los? Ich glaube, hier oben war das, wo wir dann hin müssen. Seht, der Mond! Die Monsterhorde. Sie fließen in Richtung Esther, wahrscheinlich zum Tears Point. Heißt das, dass die Lunatic Pandora am Tears Point ist? Woher? Habt ihr ein Mädchen gesehen? Sie ist in der Umkleidekabine dort. So. Hier ist sie nicht. Warte, darf nicht freikommen. Rinoa! Schnell hier hinterher. Rinoa! Was ist dir? Bist du? Der Monsterstrom ernährt sich dem Adele-Sarg. Wenn das so weitergeht, wird auch der Adele-Sarg auf Esther fallen. Warum passieren so viele Dinge auf einmal? Das ist es ja, als würde es was. Mit Absicht? Achso, ich muss das drücken. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Was? Ich komme nicht raus? Ich muss einfach nur nach vorne drücken, wenn das so ist. Was muss ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich hätte schon zu spät und habe alles vergurkst. Gott, da habe ich gespeichert. Also wäre ich auf jeden Fall größer. Ich muss da ja hin. Jetzt ist es zu gefährlich. Wir müssen die Lunaside-Basis evakuieren. Wir müssen raus. Schnell zu den Rettungskapseln. Ich sagte doch, ich kann nicht. Spielen Sie jetzt bloß nicht den Helden. Oh! Ey, du musst sie beschützen. Ah! Was ist mit dir los? Die Träne des Mondes kommt näher. Rinoa wird vom Strom der Monster verschlungen. Nein! Das Siegel des Adele-Sarges wird deaktiviert!
Renoir! Wir müssen hier raus. Hier sind wir nicht mehr sicher. Kommt alle mit. Verdammt, können wir denn nichts tun? Skoll, mich musst du nicht beschützen. In deinen Gedanken sehe ich nur Renoir. Die Gedanken von ihr sind voll von dir. Sie ruft nach dir. Bring mich bitte zu ihr! Der Nächste, los, Tempo! Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann für nichts garantieren. Muss ich jetzt nicht nach da? Ja, das ist krass. Der Raumanzug hält nur 20 Minuten. Der Reservetank reicht für maximal 5 Minuten. Ich will es nicht sagen, aber Schicksal. Eleone, ich flehe dich an. Es ist das erste Mal, dass ich glaube, etwas unbedingt tun zu müssen. Bring mich bitte zu Renoir. Na gut. Ich kann für nichts garantieren. Willst du es trotzdem tun? Schnell auf die Position! Befehl von deinem Vater. Was? Was soll denn das? Wir müssen den anderen helfen. Die kommen schon klar. Wenn es brenzlig wird, werden sie schon fliehen. Woher willst du das denn wissen? Squall sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und wird ewig dort bleiben. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen müssen wir sie rausholen. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Au! Schon gut, ist ja schon gut. Der Ring von Skroll? Ich weiß nicht, wo er den her hat. Oh, ich will den gleichen haben. Der sieht wirklich gut aus. Der mit irgendeinem Monster drauf, oder? Ja, genau. Ich werde den machen. Ich habe Übung darin. Wirklich? Juhu! Ich frage Skroll, ob er mir den leiht. Nein, bitte nicht. Warum denn nicht? Das ist mir etwas peinlich. Hä? Nein, nein, es ist nicht so. Nein, Ayan, das war zu weit zurück. Tut mir leid, ich werde es nochmal versuchen. Wo bin ich? Damals. Renoir. Das ist nicht Renoir. Mein treuer Ritter, Seifer, den du liebst. Die Hexe befiehlt dir. Artemisia? Ist die Hexe aus der Zukunft in Renoir? Ist sie von Idea übergewechselt? Wo ist sie? Suche die sagenhafte Lunatic Pandora, die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dir danach in das Reich, dich danach in das Reich der Träume führen. Renoir, wo bist du? Antworte mir. Wie sie befehlen, ehrwürdige Artemisia. Oh, ich habe Angst. Renoir. Wer ist da? Verschwinde. Renoir. Hin. Weißt du nun, was mit ihr passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Nein. Was soll ich nur machen?
das war derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby, so hilflos und süß. Ich erinnere mich nicht. Das ist schon okay. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geh zu ihr. Eure Gedanken sind eins. Bereit? In die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. Lebenserhaltungssystem, noch 15 Sekunden. Ob ich das überlebe? Wie eigentlich? Ich kann nichts machen. Ich hätte dahin getrieben. Allein bin ich so hilflos. Noch 0 Sekunden. Überlebe ich. Überlebe ich es nicht? Ich kann nichts machen. Lebenserhaltungssysteme außer Betrieb. Ich kann nicht. Ich kann. Nicht aufgeben. Ich werde im All dahin treiben. Nein, Renoa. Renoa. Noah, denk nach. Du musst nachdenken. Erleben. Skull. Ich gehe zu ihr. Du hast mich gar nicht gebraucht. Danke, Schwesterherz. Du willst jetzt raus? Das ist doch Wahnsinn! Halt! Wie willst du zurückkommen? Treibstoff und Sauerstoff werden im Nu aufgebraucht sein. Ihr werdet da draußen krepieren. Sondern so ein bisschen, muss ich so ein bisschen. Wo bist du? Muss ich von vorne erwischen. Oh Gott, im Himmel. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Ich versuche so ein bisschen in der Mitte zu halten. Wie ist das die Mitte? Überhaupt. Das ist jetzt nicht gerade sehr von vorne. Danke, Squall. Ich habe deine Stimme gehört. Sag jetzt nicht. Ob wir gerettet werden? Ich werde dich retten.
kein Sauerstoff. Werden wir wirklich dahin treiben? Oder in der Atmosphäre verdunsten? Kann ich sie retten? Halt dich fest! Ich weiß gar nicht, wo ich hier reinkommen muss. Da? Ah ja, tatsächlich. Und wie ihr es wahrscheinlich am Bimmeln schon gehört habt, wir sind auf jeden Fall für diese Folge wieder fertig mit dem Part. Ich bedanke mich natürlich, dass du zugeschaut hast. Mich freut das immer besonders, wenn ich sehe, dass es wirklich einige interessiert. Ich freue mich dann auf die nächste Folge mit dir zusammen. Bis dann. Tschüss.